Dieser Mann hat einen Traum. Gemeinsam mit Gleichgesinnten will er ein Boot bauen. Und mit diesem Boot wollen sie dann 10 Jahre auf Expeditionstour gehen. Als wir das Projekt das letzte Mal besucht haben, da konnte man schon erahnen, wie der Katamaran mal aussehen soll. Heute haben wir Frank Ladewig und seine Freunde zwar nicht am Boot besucht, aber in gleicher Mission. Wir schauen uns heute diese Pfeiler und die Fundamentpfeiler vom alten Stadtschloss von Berlin an, die, ich hoffe, eben im Fußboden und im Kuppelbereich meines Bootes eben halt verwenden kann. Ja, da sind wir jetzt unterwegs und wollen wir mal schauen, was da eben halt möglich ist. Vor ungefähr 6 Monaten war Frank Ladewig schon einmal hier im Holzgroßhandel in Barsdorf. Er holte Bretter und Bohlen für den Katamaran. In den riesigen Hallen machte er dann eine Entdeckung, die ihm keine Ruhe ließ. Hier lagert Holz mit Geschichte. Pfähle, die einmal das Berliner Stadtschloss getragen haben. Wir haben seinerzeit auf Radio 1 von einer Versteigerung gehört. Und dann sind wir, meine Frau und ich, zu dieser Versteigerung gefahren und haben große Teile des Holzes ersteigert. Die Entdeckung der 300 Jahre alten Pfähle auf der Baustelle des Humboldt-Forums war 2013 eine große Überraschung. Und die Versteigerung ein Ereignis in Berlin. Rund 300 Kubikmeter der historischen Kiefer und Eiche landeten nach der Auktion hier im Großhandel. Einiges davon ist bisher an Künstler, Sammler und Tischler verkauft worden. Jetzt hat Frank Ladewig ein Auge darauf geworfen. Und er hat auch schon eine ganz genaue Vorstellung, wo das Holz im Boot seinen Platz finden könnte. Das wird im Salon und im Küchenbereich, wird das im Fußbodenbereich unter Vakuum aufgeklebt, mit Epoxidharz überzogen, sodass es absolut wasserdicht ist. Und die Eiche, die wir hier haben, gehe ich davon aus, dass ich genügend Material finden werde, um die Holme von unserem Deck zu machen. Die Idee, das historische Holz um die ganze Welt reisen zu lassen, die gefiel dem Holzhändler so gut, dass er das Material sogar kostenlos zur Verfügung stellt. Wir kamen relativ schnell zusammen, nachdem er erklärt hatte, was er überhaupt bauen möchte, welche Vision er hat, was er machen möchte. Und im Grunde war ich nach 5 Minuten absolut begeistert. Was man allerdings nicht vergessen darf, das Holz lag ewig im Berliner Schlamm. Bevor Frank Ladewig und seine Mitstreiter es auf dem Katamaran verbauen können, müssen sie schauen, wie die Qualität ist. Dann kommst du mit dem Messer kaum rein. Ja. Also der ist nicht belastet. Würde ich auf jeden Fall sagen, hier können wir auf jeden Fall Sachen rausnehmen, ausschneiden und raustrennen, die eindeutig zu verwenden sind. Um ganz sicher zu sein, bekommen sie sogar die Erlaubnis, eine der Eichenbohlen aufzusägen. Für die moderne Maschine eine echte Herausforderung, denn es befindet sich sehr viel Sand im Holz. Doch der Blick ins Holz ist es wert. Man sieht jetzt halt wirklich hier die Struktur. Hier ist also wirklich die Eiche noch im absoluten puren Zustand. Und hier sieht man einfach den Einfluss der Witterung, des Sandes, die Feuchtigkeit. Das ist nicht kaputt, ganz im Gegenteil, sondern es ist extrem solide. Und das sind natürlich Stücke, die gelebt haben. Es ist eben halt nicht irgendwas Perfektes, es ist eben halt die Natur, hat hier drauf eingewirkt und hat hier seine Geschichte geschrieben. Frank Ladewig ist begeistert. Jetzt will er schnell zurück zu seinem Katamaran und das besondere Holz verarbeiten. Und wir werden hoffentlich bald das Ergebnis bewundern können.